Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Was sie immer wieder schaffen, ist enormen Druck aufzubauen. Und das macht sie so erfolgreich. Damit kannst du jedem Gegner dein Spiel aufzwingen. Aber du bist natürlich auch anfällig. Darfst nie abschalten. Vielen Dank. Wir legen los. Und jetzt geht's los. Jetzt haben Sie den Ball. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Sie bringen den Ball nicht unter Kontrolle und müssen weiter aufpassen. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. Ignowski. Fängt diesen Ball ab. Boneu Aferro. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Er entscheidet auf Freistoß. Und das ist eine gute Position. Freistoß. Chance vielleicht jetzt zur Führung. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Das war knapp. Nicht ungefährlich. Ein richtig guter Versuch, aber der Ball geht über das Tor. Und da ist der Ball wieder weg. Ein guter Block hier. Ja, abseits. Richtig. Guter Vorstoß jetzt. Jetzt vielleicht die Flanke. Und drin. Klasse Tor. Per Flugkopfball macht er den hier rein. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er kann ihn nicht aufhalten. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Wird's jetzt gefährlich? Da kommt die Flanke. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Schönes Bild. Und da sieht man, das ist wirklich eine Einheit. Trainerteam, Spieler, die harmonieren richtig gut. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann zieht er einfach Volley ab. Das ist eine klasse Aktion. Hier nochmal dieser Treffer. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Nummer 26. Kevin Behrens. Ball im Aus, Klasse 2 Kampf, Einwurf jetzt. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt der Vorstoß. Tolle Parade. Schöne Chance. Da ist das Tor. Ja, da ist die Freude natürlich groß. Der Dank vor allem auch an den Trainer. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Mühling. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Mühling. Guter Vorstoß da jetzt. Gute Chance für eine Flanke. Das war die Chance für sein drittes Tor. Naja, kann ja nicht jeder reingehen. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Ignowski. Das wird Abschluss geben jetzt.
Flanke kommt ganz weit. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Den Ball spielt er raus. Mühling. Klasse Pass jetzt. Elfmeter, ganz klar. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Sie verwandeln diesen Elfer. Aber wenn der Keeper da stehen bleibt, dann geht das hier anders aus. Sehen wir hier in der Wiederholung. Am Ende, wenn der Keeper springt, dann ist es clever. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3 zu 1. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ganz energisch. Das ist die Chance. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Das Resultat ist genau das, was sie sich erhofft hatten. Und jetzt sehnen sie nur noch den Schlusspfiff herbei. Nicht wirklich schön für den neutralen Zuschauer, auch nicht für die Heimfans. Und wir hören, dass sie unzufrieden sind. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Das wird Ecke geben. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Jetzt die Ecke. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Die erste Hälfte war klasse. 3 zu 1 steht's. Es gab einige Torraumszenen. Darf gerne so weitergehen. Der erste Durchgang ist rum. Jetzt ist... Und jetzt geht's hier weiter. Sauber vom Ball getrennt hier. Das könnte was werden jetzt. Vielleicht jetzt der Anschlusstreffer. Ja, könnte was werden. Chance zum Anschlusstreffer. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Ball ist jetzt wieder weg. Also, seine Entscheidung ist ja mittlerweile bestätigt worden. Sein neuer Verein heißt FC Chelsea. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Vorne jetzt die Balleroberung.
ist frei, da kann was draus werden. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Was für ein Tor, das sehen wir uns gerne nochmal an. Nimmt den Ball einfach mal Volley, hält drauf und der Mut wird belohnt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Guter Ball nach draußen. Chance zur Flanke jetzt. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Wird das seine Torchance? Und jetzt die Chance. Schwacher Abschluss. Da hat er den Ball nicht voll erwischt. Misslungene Ballannahme hier im Bedrängen. Ja, Ball ist erstmal weg. Er hat ja heute überragend gespielt. Kein Wunder, dass es da Sonderapplaus gibt bei der Auswechslung. Ja, das sieht gut aus. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Die Chance jetzt. Sie lassen sich nicht hängen und hätten das Ergebnis fast erträglicher gestalten können. Da wäre jetzt Platz. Jetzt vielleicht die Flanke. Was macht er draus? Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Ignowski. Sie kommen über den Flügel. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Und nun ein Schuss. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Szene immer noch gefährlich. Ball kommt rein. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Ball kommt. Er kann es machen. Was für ein Tor! Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag, halbherzig. Und das wird bestraft und der Ball ist im Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das
wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. So, die letzten 15 Minuten jetzt. 26. Kevin Behrens. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichen dazu geht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da... Jetzt ist der Platz da. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Wieder macht er das Tor. Das ist Nummer 3. Da sehen wir es nochmal. Wieder stark gemacht. Und die Frage ist, wie willst du den da stoppen? Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das ist schon eine richtige Abreibung. Die Nummer 26. Still geworden ist es hier, Buschi. Aber auch kein Wunder, oder? Nee, das sind die Fans nicht gewohnt, dass ihre Mannschaft so chancenlos ist. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ball ist wieder weg. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Gute Chance. Oh, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Und da ist der Ball wieder weg. Gutes Tackling hier. Gut geklärt vom Torwart. Das Spiel ist durch, da lege ich mich fest und sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Könnte den Konter geben. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Klasse Konter, aber kein Tor. Es wäre fast so weit gewesen, das war ein guter Spielzug. Bei Holstein Kiel. Nicht mehr dabei. Die Nummer 23. Jani Serra. Neu dabei. Die Nummer 33. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Ja, klasse Pass. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Wird's jetzt gefährlich? Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.